Donnerwetter, meine Damen und Herren. Du hast mich schon geschrieben mit Tim Melzer, dem ehemaligen Freund unseres heutigen So, ich muss dann auch los. Schön war die Zeit. Hat er richtig gehört? Was denn? Dass du da nicht alleine... Ah, das war mein Trick. Ich erinnere mich nicht mehr. Nein. Aber hör mal, sowas, entschuldige, sowas muss eine gute Liga aushalten. Eigentlich schon, ja. Das, definitiv. Also wenn er so billiges Zeug kauft, eben, ne? Also geizig ist, muss er sich nicht wundern. Hat denn die Freundin recht, so mit... So wegrollen? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt zwei Sachen, zwei Luxusgüter, die ich mir gönne. Nicht Güter, also zwei Sachen, die sehr luxuriös sind, die ich mir gönne. Und das eine ist eine Putzfrau, eine Reinemachefrau. Und kommt das andere. Täglich? Nee, nicht das, also. Aber ich lasse das schön alles. Ja, ich frage. Die hat immer viel zu tun. Und damit die ärgert sie sich sinnvoll auch vorkommt. Ja, und das andere ist ein Doppeltürer-Kühlschrank mit Eiswürfelmacher. Okay. Das waren die Sachen, die ich unbedingt mal haben wollte. Was meint er denn, wenn er sagt, wir hauen schon mal zusammen auf die Kacke? Wie sieht denn auf die Kacke hauen aus? Naja, das kann man sich jetzt sehr bildlich vorstellen. Das ist es nicht. Na, wäre lustig. Nö, wir gehen ganz gerne mal zusammen aus. Also Tim nennt das immer, dann habe ich immer Angst. Wenn er dieses Wort sagt, habe ich Angst. Zu Recht. Lass uns auf die Kacke hauen. Nee, lass uns eine Räuberrunde machen. Eine Räuberrunde. Ist das so ein Hamburger Snack für... Ich glaube schon. Nee, seid ihr eine Räuberrunde? Seid ihr da zu zweit unterwegs oder sind da Mädels dabei? Ja, wenn sie losgehen zu zweit, aber du weißt ja, diese Räuberrunde. Wie wird man denn dein Freund? Also das ist erstmal gar nicht so, ich glaube, dass das Freund werden oder mich kennenzulernen ist gar nicht so schwer. Ich glaube, das bleiben dann eher. Also das muss ich dann... Ich glaube, da muss man sich gar nicht, also es muss passen. Ich glaube nicht, dass man sich besonders Mühe geben muss oder irgendwas, sondern einfach, es muss hinhauen. Du sagst, dass du glaubst, dass es Energien gibt, die Leute zusammenbringen. Wie stellt man sich das vor? Das ist eine gute Frage. Also so richtig erläutert kann ich das auch nicht. Es ist, also man fühlt sich zu hier, die Chemie stimmt. Man fühlt ich glaube, sich das ist das. Also ich glaube, dass es halt Leute gibt, die wiederum, also wenn die richtigen Leute sich treffen, dann sind die auch gerne zusammen. Dann haben die wieder Leute im Umfeld, die auch gerne zusammen sind. Dann gibt es natürlich welche, die sind nicht gerne zusammen und die müssen sich dann auch nicht mögen und so. Das gibt es leider. Aber in den meisten Fällen ist es so, dass ich das Gefühl habe, dass über die Jahre sich so die richtigen Leute, ein paar Freunde fallen auch wieder hinten rüber und so. Und dann, das ist dann aber nicht, früher fand ich das traurig, heute nicht mehr. Ich finde, das gehört dazu. Und irgendwie kristallisiert sich so langsam ein Kreis heraus, der einfach Sinn macht. Und interessant ist auch, ich will das unterstreichen, genau in diesem Kreis merkt man auch, wie sehr es Sinn macht, wenn man einen aufgrund beruflicher oder sonstiger Umstände eine ganze Zeit nicht gesehen hat. Wenn man eine Weile, sogar eine ganze Weile nichts voneinander gehört hat und plötzlich gibt es wieder einen Kontakt und man merkt, es setzt nahtlos da an, wo es beim letzten Mal aufgehört hat. Das habe ich vornehmlich mit meinen alten Freunden aus Soest, also die fünf, sechs, mit der ich mal in einer Clique war. Und wenn wir uns dann sehen, wir sehen uns manchmal wirklich nur einmal im Jahr zu Weihnachten und dann ist es aber, als wäre nichts gewesen. Das finde ich ganz schön. Jetzt, also wir können uns ja verstehen, uns ja eigentlich ganz gut. Und du hast Tim Melzer auch bei irgendeiner Veranstaltung kennengelernt. Wie bleibt man denn dann dran? Tauscht man dann Nummern aus und sagt, komm mal vorbei? Das erzähle ich jetzt auch. Er hat viel erzählt. Und deshalb erzähle ich jetzt auch, er hat damals seine Telefonnummer in den Schuh meiner damaligen Freundin geschrieben. Und, hat's was geholfen? Ja, wir haben uns dann daraufhin tatsächlich gemeldet. Deiner Freundin vielleicht nicht, aber das ist alles wahnsinnig interessant. Und wir würden gerne noch stundenlang gerade über Telefonnummern in Damenschuhen sprechen. Das ist eines meiner Lieblingsthemen, aber wir haben keine Zeit. Denn jetzt geht's zum Zimmer frei. Und da ist heute ein Zimmer frei zum zweiten. Das heißt, ein Gast ist zum zweiten Mal da. Genießt er das besondere Privileg, uns das Rätsel präsentieren zu dürfen. Der Darsteller des Rätsels heißt, darf ich den Namen noch mal sehen? Sinnloserweise, André Erlen. André Erlen wird uns das Rätsel präsentieren, das du jetzt aufrufen wirst. Genau, ganz wichtig, wurde mir noch aufgetragen, weil mir wurde gesagt, ihr seid so ehrgeizig, bis zum zweiten Gong bitte warten, bevor ihr anfangt zu raten. Okay? Anfangsbuchstaben sagen. Ich hab nicht die geringste Ahnung. Bitte, der Herr Schauspieler, ich habe den Namen schon wieder André vergessen. Erlen. André Erlen, bitte eintreten. Wo ist er? Ja, so gefällt mir das. Alle Scheinwerfer auf mich gerichtet, alle Augenpaare auf mich gerichtet. Denn darum geht's hier. Um mich natürlich. So ist das. Ich stehe immer im Mittelpunkt, mein Leben lang. Zum Beispiel gestern, ich gehe in ein Restaurant.
Ich ziehe meine Zigaretten raus, rauche ein wenig und auf einmal schauen mich alle ganz komisch an. Wieso? Denke ich mir. Ich denke, wenn ich rauchen will, dann rauche ich. Und wen's stört, der kann doch bitte schön rausgehen. Worum geht's denn eigentlich hier? Ha? Um mich. Um mich geht's natürlich, denn ich drehe mich hier. Die Welt dreht sich um mich. Ich stehe hier im Mittelpunkt. Jawohl. Nein, ich drehe die Welt. Die Welt drehe ich. Jawohl. So muss das sein. Gefällt mir. Du hast es schon wieder. Ich bin mir natürlich nicht sicher, aber ich habe eine Vorstellung. Ich sehe einen Mann, der... Ich mache das jetzt so wie bei Günther Jauch, wenn man weiß natürlich längst, ist das eine Tomate oder eine Banane? Schwierig, eine Banane kenne ich meistens gelb und lang, muss ja immer so labern vorher. Ich würde mal sagen... Es kann natürlich auch jetzt so schief gehen wie bei ich möchte lösen. Ja, genau, ich löse mal auf. Ne? Nein. Aber ich sag mal so, ich sehe einen Mann, einen fantastischen Schauspieler, der einen älteren Herrn, man kann sagen einen alten Mann spielt. Und dieser Mann sieht sich selbst im Mittelpunkt des Universums. Jetzt das könnte ein alter Ego sein. Ist das so? Wahnsinn. So ist es. Vielen Dank. Ist André Ehren, meine Damen und Herren. Großartig. Bravo. Sascha, aus Dank dafür, dass du uns das schöne Rätsel mitgebracht hast, bekommst du den Preis, den sonst die kriegen, die das Rätsel lösen. Ich habe aber schon einige davon. Deshalb der zimmerfreie Fanschal für unseren Freund Sascha, meine Damen und Herren. Schön. Das fand ich echt leicht. Hut ab. Ich glaube, so wie du jetzt wieder guckst, ja. Also ich glaube wirklich, dass du es diesmal nicht gewusst hast. Ich habe es noch nie gewusst. Bei Ego war ich auch schon, aber alter Ego ist alter echt gut. Ego, das war doch ein junger Mann, der auf Alter trifft. Ich bin blöd, das habe ich schon gesehen, aber das zusammenbringen. Ja, ist auch so. Noch einen Moment, ich lasse dich da ist der Westfalen dem Pfälzer überlegen. Dem Baden-Württemberger. Dem Baden-Württemberger. Dem Badener, so viel Zeit dem muss Badener, sein. So viel Zeit muss sein. Mein genau, Gott. Sascha. Kinkerlitzchen. Alter Ego, nicht ja. Schlecht, alter. War lange mein Spitzname, alter Ego. Ich würde dir gerne das Zimmer zeigen. Oh ja, das möchte ich auch gerne sehen. Dazu muss man vielleicht vorher sagen, dass du nicht gut einschlafen kannst. Du liegst wach und du hast echt Einschlafprobleme. Und wir haben dir ein Zimmer gemacht. Ist doch noch so, oder? Ja, manchmal. Manchmal. Ja. Du wachst auf und schläfst in Etappen. Und wir haben dir ein Zimmer gemacht mit lauter Schäfchen, die du zählen könntest. Ach, wie süß. Wenn es mal wieder ganz schlimm wird, das ist... Dein Schäfchen. Hier muss ich mich draufsetzen. Ich glaube, so ist besser, sonst sind die Beine so breit. Oh, du würdest am liebsten schon wieder runtergehen. Was macht dir denn Sorgen? Was lässt dich denn nicht einschlafen? Ich habe mir tatsächlich darüber keine Gedanken gemacht, weil ich darüber nicht nachdenken möchte so richtig. Also ich glaube, es sind noch nicht mal Sorgen, sondern es ist einfach so, dass ich schon immer sehr, sehr nachtaktiv war. Mhm. Und deshalb einfach schon mal grundsätzlich spät ins Bett gehe. Und wenn ich dann den Punkt verpasse, an dem ich eigentlich hätte schon längst schlafen können, dann dauert es meist die ganze Nacht. Mhm. Was heißt, du schläfst etappenweise? Ich wach oft auf, also alle paar Stunden. Sascha Schralweg steht auf dem Zettel, weil wegen Mikro. Ach so, den hat die, der war aber gar nicht. Hoppla. Alles gut. Ja, gerät man leicht in Schaflage. Naja. Oh. Ja, ich bin ganz, es tut mir leid. Der hätte von Karl Dall sein können, so gut war der. Der war echt gut. So. Also du wachst auf und dann? Ja, dann lege ich mich wieder hin. ich wach auf, ich bin ja seit meiner frühesten Kindheit, ich war immer Hörspiel-Junkie, also ich habe immer drei Fragezeichen und sowas gehört. Und dann bin ich übergegangen zum Fernsehen, als ich dann meinen eigenen Fernseher im Zimmer hatte. Und ich kann quasi ohne Fernsehen nicht einschalten. Für andere sind das Bücher, die lesen Bücher und ich gucke irgendwelche Serien. Mir hat mal ein guter Freund und Kollege gesagt... Ein toller Trick, wenn man nicht einschlafen kann, dann muss man sich sein Leben als Film vorstellen. In den schönsten Farben ausmalen, alles ist gut, alles wird glücklich und dann schläft man ein. Stell dir vor, du hast dieses Haus auf Mallorca. Wie würde das aussehen? Ach, ich glaube, so ein Haus auf Mallorca, ich wäre damit relativ wenig zufrieden. Das muss keine große Villa sein und was ganz schön wäre... Gebe ich offen zu, wenn ich das Meer sehen könnte. Also es muss nicht direkt vor mir sein, aber wenn ich es irgendwo in der Ferne sehen kann, das wäre toll. Also eine relativ einfache Finca würde mir reichen. Und dann hast du immer Sonne, wie fühlt sich das an? Schön fühlt sich das an. Also sobald ich da bin, also ich habe auch gelernt in den letzten Jahren, in kurzer Zeit zu entspannen.
Also früher habe ich immer länger gebraucht, also so 2-3 Wochen oder so. Und wenn ich jetzt mal merke, dass ich Zeit habe, ich sehe da irgendwo in 2 Monaten habe ich 3-5 Tage frei, dann buche ich mir einen Flieger und fahre nach Mallorca und dann bin ich auch sofort am ersten Tag schon tiefenentspannt. Dann stellst du dir weiter vor, während du nicht einschlafen kannst, dass du da in der Sonne sitzt und dann steht auf einmal eine richtig schöne Frau neben dir und du guckst sie an und du sagst, wow, und das heißt dann was? Das ist meine. Heißt das wohl. Und wenn die schöne Frau so guckt und dann auch noch sagt, wow, also der könnte auch meiner sein. Was muss sie denn für einen guten ersten Satz sagen, damit du... Ich glaube, Reden wird überbewertet in solchen Situationen. Echt? Ja. Aber alle Männer lachen hier. Jörni, unser Regieassistent, lacht sich weg. Ach so, und aber danach. Also ich meine, wenn es dann... Nein, ich meinte es eigentlich nicht so. Also ich meine wirklich, dass... Ja. Dass Blicke wichtiger sind als das, was dann... Ja, und dann sitzt du irgendwo und dann sagt die was dich total... Oder in einem komischen Dialekt. Ja, und Badisch dann... zum Beispiel. Entschuldigung, ist bei allen... Ja. Ach scheiße, ich bin ja bei... Oh nee, das hab ich zu spät gemacht. Das ist heute nicht mein Tag. Ja, was machst du? Was machst du, wenn eine Frau richtig gut ist und die... Sagt er was Komisches am Anfang, ja. Ja, dann geht das nicht, glaube ich. Aber man kann sich ja, also zweite Chancen werden definitiv eingeräumt. Ja? Ja, ja. Man kann sich auch oft beim ersten, also ich hätte, glaube ich, des Öfteren auch gerne eine zweite Chance gehabt, weil ich bin auch kein großer Eröffnungsredner. Du bist ein Typ, der lieber beobachtet. Du guckst lieber hin und wartest. Genau. Und die Mädels kommen dann? Also nicht die Mädels, die Frauen? Ja, nicht von alleine auch nicht. Also ich muss schon irgendwie... Ich merke schon, müde wirst du auch nicht. Ich dachte, es funktioniert, wenn du dir dein Leben richtig schön ausmalst, du wirst richtig müde. Aber nee, jetzt, wenn du mir was von schönen Frauen erzählst, werde ich natürlich munter. Ja, vielleicht nimmst du meine Frau mit ins Bett. Also, das wäre doch eine Lösung. Mensch, da hätte ich aber auch selber drauf kommen können.